Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel-, Strategiespiel- und Zwergenfreunde zu Spellforce, The Order of Dawn. Ja, in der letzten Aufnahmesession haben wir die Wächter der Elemente besiegt und haben Kraga verbuggt. Ich habe vergessen nachzugucken, Ja, was es damit auf sich hat, muss ich zugeben. ich Schnell! gehe. So, ich denke, die Wächter sind weg. Erdenklinge. Sollten eigentlich weg sein. Vorwärts. Schnell. Also jedenfalls habe ich sie alle bezwungen. Ach, hier sind immer noch die Truhe. Folgt mir. Sofort. Ja, was es mit der auf sich Vorwärts. hat, werden wir vielleicht auch irgendwann noch herausfinden. Und los. Jetzt wollen wir erstmal hier oben noch klar machen. Ein paar Steinwächter, Felsgolems, jede Menge Viehzeug weg. Und hier sind auch Grabsteine. Und los. Und los. Zum Angriff. Und los. Zur Ehre Aonirs. Das ist ein Diener der Hinterhalt. Nacht sind hier. Oh, dann legen wir selber auf die Klaus. Runenkrieger, zu mir! Euch. Es sind zu viele! Was? Aber zu viele sind es nicht, sie sind nur einfach stark. Ich gehe weg. Halt auch ein bisschen eng, deswegen kommt meine ganze Armee nicht so ganz so gut rein. Wir sind in Gefahr. Beziehungsweise auch, weil sie sich gegenseitig im Weg stehen. So, dann gucken wir noch mal, was es mit dem Ding auf sich hat. Wehrt euch, Schwestern! Schlagt sie zurück! Ich gehe. Wobei, ich sollte vielleicht erstmal gehen. Und mit dem Diener der Erde reden. Ja. Ich gehe. So, hier ist alles. Sollte jetzt alles tot sein. Wobei, ich sollte meine Armee erstmal hier lassen. Im Fall, dass die Grabsteine noch was spawnen, wenn ich wieder da bin und sie benutze. Sehen jedenfalls aus wie Grabsteine, die Dinger. So, Erdspalte.
Was wollt ihr, Mensch? Nichts. Okay. Auch gut. Müssen wir wahrscheinlich einfach warten, bis er ja auch mit der Klinge fertig ist. Nehme ich mal an. Du hast wahrscheinlich auch nichts Neues zu sagen hier, oder? Nun, habt ihr es euch anders überlegt? Nee. Also zurück in den Norden. Da gucken wir uns das Ding mal an, während wir auf die Erdenklinge warten. Vielleicht ist die Quest ja auch ein bisschen verbuggt und gleich spawnt wieder der Zorn der Erde. Und wir müssen ihn ein zweites Mal töten. Kann auch sein, dass wir an Krager vorbei müssen und ihn auch endgültig töten müssen, um seine Quest loszuwerden. Also hier sind drei Grabsteine und der große Stein. Okay, vier Grabsteine. In die Oberfläche des Meniers sind drei Symbole eingeritzt. Ein Auge, eine Hand und ein Bluttropfen. Okay. Die künftige Hinsicht besagt, das Symbol des Blutstropfen steht in der Reihenfolge immer direkt zwischen den des Auges und der Hand. Also der Blutkopf kommt als zweites, so wie es aussieht. Die Schrift besagt, die beiden Symbole der Hand folgen aufeinander. Wer einmal das Symbol der Hand berührt, soll es gleich darauf ein zweites Mal berühren. Okay. Also zweimal die Hand. Oh, da steht auch noch einer. Also ja, da steht einer. Nehmen wir erstmal den hier. Das Symbol, das als erstes berührt wird, muss auch als letztes berührt werden. Das Symbol, das als vorletztes berührt wird, muss auch als zweites berührt werden. Okay. Jedes Symbol muss insgesamt zweimal berührt werden. Mhm. Um das Tor zum Feld zu öffnen, müssen am großen Menhir hier in der Mitte der Felde der heiligen Feldes der Steine die heiligen Symbole in der richtigen Reihenfolge berührt werden. Okay. Also wir wissen, die Hand muss zweimal hintereinander berührt werden. Wir wissen auch, dass das Auge die Hand und das andere Symbol voneinander trennen tut. Das heißt, und alle müssen zweimal berührt werden. Achso, nein, das Blut, der Bluttropfe. Der Bluttropfen trennt Hand und Auge. Und wenn ich richtig verstehe, muss die Hand zweimal hintereinander berührt werden, ja.
Also heißt es Auge, Bluttropfen, Hand, Hand, Auge, Bluttropfen, Auge. Weil das erste... Er ist erschienen. Ihr habt versagt. Flieht, oder ihr werdet vernichtet. Hä? Wo, wie, was? Ja, machen wir erst das hier mal schnell. Nochmal hier nachlesen. War es jetzt die Hand oder das Auge, was zweimal berührt werden soll? Die Hand soll zweimal berührt werden, okay. Also... Auge. Ja. Blutstropfen. Ja, dann zweimal die Hand. Ja. Dann der Blutstropfen, weil das zweite soll das vorletzte sein. Ja, und dann noch einmal das Auge, weil das erste soll das letzte sein. Sie kreisen uns ein! Was wünscht die Rune? Ja. Okay, irgendwer ist gerade gespawnt. Ja. Und hat ein sternförmiges Amulett gedroppt. Noch irgendjemand, der hier rumliegt? Sieht nicht danach aus. Aber ja, dieses Rätsel haben wir gelöst, auf jeden Fall. Ich hoffe, ich kriege die Erdenklinge jetzt trotzdem noch. Das wäre ein verdammt wichtiger Teil des Spielstandes, futsch. Der ist da. Auf mein Kommando. Was ist euer Begehr? Dich wollte ich eigentlich jetzt nicht anwählen. Mein Fehler, Entschuldigung. Was?
Aber ich hab doch die Elementarwächter besiegt. Oder gammelt jetzt der Zorn der Elemente irgendwo in der Gegend rum und ich muss sie jetzt suchen? Aber hey, Moment, das sternförmige Ding da passt doch sicherlich in die Truhe da oben rein. Was? Also, wo haben wir sie denn hier?